Ich grüße euch. Da sind wir wieder. Ellie ist noch auf der Palette geblieben. Das ist sehr schön, denn woanders können wir sie aktuell leider nicht gebrauchen. Mittlerweile müsste sie aber eigentlich auch schwimmen können. Ach, stimmt. Ah, ich wollte eigentlich heimlich Trophäen gucken, ob es irgendwelche Trophäen gibt, die ich in diesem Spieldurchlauf schon mitnehmen kann. Sowas wie diesen Generator heimlich auszumachen. Das war nämlich keine Trophäe in der ersten Version des Spiels. Und ich würde ja eigentlich gerne Platin holen in dem Spiel. Im Rahmen von Road to Plat. Aber das habe ich jetzt verkackt. Ich will das nämlich außerhalb des Videos schauen, weil ich befürchte, dass Leute, die das eventuell wirklich noch nicht kennen, das Spiel, dann gespoilert werden könnten. Und das möchte ich nicht. Tja, Pech gehabt. Vor der nächsten Folge. Hoffentlich gibt es hier in dieser Folge nichts, was ich nicht schon kannte als Trophäen. Na los, dreh das Ding. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Timo. Wer das nicht macht, hat kein Herz. Oh, was? Cautio. Das ist wohl, verstehe ich nicht. Das muss Latein sein. Stay back 200 feet. No boating, no swimming, no wading. Also mindestens gegen zwei dieser Regeln haben wir schon quasi verstoßen. Aber es ist ja auch keiner mehr da, der aufpasst. Auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Der Controller vibriert extrem leicht. Die Regentropfen, die auf den Boden fallen oder auf uns... Das ist so leichte Vibration, das könnte ich euch nicht zeigen, wenn ich den Controller vor die Kamera halten würde. Das fühlt sich richtig gut an. Bring mich zu Tommy. Ja, schade. Joel ist aber auch immer noch ein bisschen reserviert. Auch wenn er mit Ellie schon eine Weile rumläuft. Mindestens den halben Sommer lang. Würde ich mal schätzen. Ist ja immer noch ein bisschen reserviert. Ich weiß, hab ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut. Wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Ach, guck doch mal, wie fett du bist. Du musst sowieso abnehmen. Darfst nie zu einer Frau sagen. Oh, oh, oh. Ganz schlimm. Außer vielleicht in dieser Welt. Oder? Nein. Das macht noch weniger Sinn. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Na gut. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Jo, auf einmal ist das eine Fabrik und kein Kraftwerk mehr. Ja, ich weiß, ich soll mir das Tor ansehen, durch das wir gleich durchgehen. Da ist es. Habt ihr sie auch gesehen? Ja. Nee, wir gehen erstmal gucken. Was haben wir denn hier? Wasserkraftspeicher, Jackson County, Nationalparkdienst, Eigentum der Regierung, unbefugte Fahrzeuge verboten. Ja, das fällt gar nicht auf. Aha. Ach, das ist auf dem Boden. Was haben wir denn hier, Feines? Guck mal. North Titten. Kraftwerk, Wyoming. Operationslinien in Verbindung damit. Was? In Verbindung damit über 244 Meilen? Lines operated in connection therewith. Ich weiß nicht genau, was. Ich weiß weder auf Englisch noch auf Deutsch, was der Satz mir sagen soll. Aber naja, auf jeden Fall haben wir eine Karte.
die wir nicht brauchen, weil wir genau wissen, wo wir hinwollen. Und ganz viel Zeug, das wir nicht mitnehmen können, weil. Und nichts zu essen. Es tut mir sehr leid, Ellie. Aber in dem Kraftwerk gibt es bestimmt eine ganz tolle Küche. Ach, guck mal, da ist ja noch was. Kann man da reingehen? Nein, du sollst das nicht. Du sollst hier rein. Das geht nicht? Gut, offensichtlich darf man da nicht rein. So. Sollen wir mal klopfen? Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Habt ihr denn schönes Zeug, was ich mitnehmen kann? Oh Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Und ich halte Pferde für ein besseres Transportmittel in dieser Welt als Autos, also... Ist das klug? Meinst du, das vertritt uns, wenn wir da dann gehen? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Ah, wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Das Gefühl kenne ich. Wenn du 90% der Arbeit erledigt hast, dann wird dir gesagt, ach, geh ruhig nach Hause, dann bleibst du für die letzten paar Minuten ja wohl auch noch, um zu gucken, ob das alles geklappt hat, was du gemacht hast. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel. Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut.
Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Man muss überlegen, irgendwann hat er keinen Bock mehr auf den gehabt. Der eine auf den anderen. Ich blame jetzt keinen von beiden. Und dann ist Joel einfach in Boston geblieben. Tommy war ja wohl auch da in der Nähe. Boston war ja... War das von Anfang an die Stadt? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ungefähr. Nee, Texas. Irgendwie sind die von Texas nach Boston gekommen. Oder nur Joel... Die waren auf jeden Fall in hardcore anderen Teilen des Landes unterwegs. Und was weiß ich, wie viele Jahre Joel jetzt da geschmuggelt hat und so. Das muss schon heftig sein, den Bruder wiederzusehen dann und so. Aber Joel kann ja keine Emotionen zeigen, wie wir wissen. Ah, wir sollen also noch rechts gehen. Tja, zu dumm, dass Joel eine Links-Rechts-Schwäche hat. Und vor allem eine Schwäche für Pillen. Die ja auch kilometerweit entfernt riecht. Ach, guck mal, das war ja offensichtlich ein Planungsscheiß hier. So. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tier. Weißt du doch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Wir tun es. Also so leben ist ja in Ordnung. Die haben sogar bald wieder Strom, so wie es aussieht. Du bist neu hier. Ja, Joel, ich bin Tommy. Bruder. Hier spricht sich immer alles schnell rum. Anscheinend. Ihr seht euch schon etwas ähnlich. Verstehe. Das ist nett gemeint. Schön, dich kennenzulernen. Dich auch. Dammarbeitskraft. Seltsamer Vorname, aber gut, jedem das seine. Was macht ihr zu eurem Schutz? Wir Erwachsene bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Das macht der Kleine. Infizierte kommen trotzdem hin. Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Ah, Hundi. Na, Kleiner. Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, braver Hund. Ich weiß noch, der war relativ kacke animiert im ersten Teil, aber hier ist das richtig gut. Ich glaube, den Sinn der Trophäe musste ich nicht anzeigen. Ah, Hundi. Hunde sind das Beste. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um 1 Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Schicker Monitor, leider auf die falsche Seite abgelegt. Warte, ich wollte kurz... Schon gut, Tommy. Ich habe gleich alles in Ordnung. Ich wollte nur gucken. Kann ich hier was klauen? Wieso benutzt er einen Computer, wenn er keinen Strom hat? Aber gut, lassen wir ihn mal. Vielleicht ist das ja auch nur wie bei so Kindern, die spielen dann damit und dann tun die so, machen die Geräusche und dann ist der Computer für die an. Kapitel 8. Längere Zeitdauer von Rauchwänden. Chemie. Bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, erhöht werden. Erneut ein sehr allgemeiner Satz und unsere Rauchbomben halten jetzt 10 Sekunden länger. Das ist viel. Aber ich habe die selten verwendet, also ich weiß auch nicht, wie viel das wert ist. Naja, komm, verbessern wir mal was. Okay, dann mal los. In der Hoffnung, dass wir überhaupt schon wieder genug Zeug gesammelt haben, weil... Ach, nee, wir können El Diablo können wir verbessern. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen... Das Letztgeborene kriegt natürlich mal wieder alles.
Ach, wunderschön. Ja, mehr geht hier gerade nicht. So, mal schauen, was wir noch... Welche Waffe benutzen wir so am häufigsten, ne? Gute Frage. Komm, machen wir nochmal hier Sniper. Wir haben keine Waffenklasse auf... Wir sind keine Waffenklasse aufgestiegen, also können wir eh nur die eine Sache machen. Auch wenn ich die nicht so... Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft benutze ich die. Auf jeden Fall fühlt sich die am sinnvollsten von allen an. Und jetzt können wir eh nur noch zwei Sachen machen. Und zwar machen wir mal die Pistole. Irgendwann müssen wir ja nochmal die ganzen Standardwaffen vollständig aufgerüstet haben. Ich habe übrigens, glaube ich, im Nachhinein... ich hatte ja mal erzählt, ich habe diese Vorbestellboni, die ich, weil ich das Spiel... diese Teile und Pillen, die man bekommen sollte durch Vorbestellboni, die habe ich nicht bekommen ursprünglich und... ich glaube, ich habe die mittlerweile. Ich hatte auf jeden Fall einen Code bekommen, im Nachhinein ja, noch, und habe den eingelöst. Ich weiß nur nicht, ob ich die Teile... Ich habe das vorher und nachher nicht verglichen. Ich baue jetzt einfach mal drauf, dass die mir das gegeben haben und dass das alles stimmt. Mehr nach links. Vorsicht! Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Rück drauf. Es geht los. Oh Mann! Wir schaffen die Jungs! Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Das muss richtig geil sein. Vor allem, wenn das Ding kaputt geht, Ersatzteile zu finden. Das muss das zweitgeilste auf der Welt sein. Aber gut, enjoyen wir den Strom, solange er da ist, nicht wahr? Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung? Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich? So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Oh, das war ein sehr eindeutiges Ja. Räuber! Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! Nun, sie sind ja wohl bereits im Gebäude. Ich beende diese Folge hier aus dem Grund, weil ich noch
zwei weitere machen muss, um den Sonntag einschließlich abzudecken. Hoffentlich klappt das so. Weil dann kann ich, wenn ich am Montag wieder anwesend bin, dann weiter aufnehmen. Hoffentlich. Und ich dachte mir, das ist jetzt ein ganz guter Moment, nicht wahr? Dann können wir in der nächsten Folge ein bisschen kämpfen, ein paar Leute umlegen, weil das macht Joel ja so gerne. Und in der Zwischenzeit könnt ihr bewerten und kommentieren. Ja, das war's. Tschüss.